Als echter Mann des Volkes kommt Martin Sonneborn mit der Bahn. Der Bundesvorsitzende von Die Partei ist aus einem einzigen Grund in seiner Geburtsstadt Göttingen. Ihm gefällt der Name nicht. Nur eines seiner schlagenden Argumente: Im digitalen Zeitalter ist ein Ö einfach unpraktisch, weil es im Internet häufiger zwei statt einen Buchstaben dafür braucht. Der Vorschlag zur Umbenennung: Martin Sonneborn-Stadt. Da ist zumindest schon mal kein Ö drin. Die Mitglieder der Partei in Göttingen haben den entsprechenden Antrag für die Ratssitzung am Abend gestellt und wollen vorher noch mit einem Marsch durch die Innenstadt für etwas Stimmung sorgen. Zuerst will sich Sonneborn aber noch auf dem Denkmal der Göttinger Sieben, nun ja, ein Denkmal setzen. Während eine Mitarbeiterin ihn schreiend darauf hinweist, dass er gerade eine Ordnungswidrigkeit begeht, lässt der Europaabgeordnete 5-Euro-Scheine regnen. Dabei hätte er sich lieber mal seine Parteifreunde genauer ansehen sollen. Im Interview hat er gerade erst gesagt, die inoffizielle Uniform der Partei seien Billiganzüge von C&A. Der einzig logische Schluss, den diese Aufnahmen daher zulassen: Spione der etablierten Parteien haben Sonneborns Truppe unterwandert. Durch die Innenstadt geht's in Richtung Göttinger Gänseliesel. Wer sich Sorgen gemacht hat, auch in Martin-Sonneborn-Stadt, ehemals Göttingen, bleibt die Gänseliesel Gänseliesel und wird nicht zur Gänse-Martina oder sowas.